Can I get some attention? There is something I need to say to all those passing by outside this little room where I've been staying. But the door is bolted and the window's locked. Somebody's full attention, but they all just move too fast. Hey, I got a thing to say, can you hear me through the glass? I got some useful information about your future in your past. Hey, I got a thing to say, can you hear me through the glass? I got some useful information about your future. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir sehen uns unterwegs. Das wird der Deckel von unserer Toilette. Hier kommt dann der Einsatz rein. Wenn ihr den nicht kennt, ich verlinke euch oben das Video. Das ist der Einsatz, den ich selbst gebaut habe. Und der kommt von dieser Seite rein. Ja, und damit der hier in den Deckel eingelassen werden kann, schneide ich jetzt erstmal den Ausschnitt dafür raus. Und von der Rückseite oder von der Oberseite später kommt noch eine Fräsung rein, dass der eingelassen werden kann. Bevor ich die Ausfräsung reinmache, wo das reinkommt, schneide ich erstmal den Rand ab. Das Oberteil ist soweit alles zugeschnitten, die Fräsung ist drin, dass der Einsatz eingesenkt wird. Kanister und Eimer ist auch alles soweit vorbereitet, habt ihr gesehen. Das heißt,
Jetzt kommt noch eine Klobrille drauf. Und weil eine normale, standardmäßige Klobrille zu groß und zu breit ist und auch zu hoch, baue ich die selber. Und dazu nehme ich jetzt erstmal den Deckel von unserem Prototypen ab. Und dann nehme ich den dann als Schablone. So, und die Brille, die ich baue, die mache ich halt außen einfach einen Zentimeter kleiner. Ganz normal diese standardmäßigen für Schränke. Jetzt der Trenneinsatz rein und der wird mit dem Sitz verschraubt und damit die Fläche hier dicht ist, kommt der Acryl drauf. I couldn't even tell you what road I was on or if I was only dreaming. Don't you wanna know? Don't you wanna know that you're on the right?
So Leute, das war's für heute. Beim nächsten Mal kommt noch ein Deckel drauf. Hier kommt noch ein Filter dran. Die Luftabsaugung kommt natürlich noch dran. Und dann kommt das Ding ins Auto rein. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao. Got some useful information that will satisfy me.